Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Norman Weiß vom Kanal Notizhefte. Solltest du neu auf dem Kanal sein, dann abonniere doch jetzt. In meinem aktuellen Video geht es um das Buch Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen, von Volker Weidermann. Ich zeige das Buch hier in einer Lizenzausgabe der Büchergilde. Im Original ist das Buch 2017 erschienen, die Büchergilde hat es 2018 als Lizenzausgabe herausgebracht. Der mit einem verschwommenen historischen Foto gestaltete Schutzumschlag verhüllt ein dezent grau-rot-blau gestaltetes Buch. Die Vorsatzblätter sind ebenfalls grau, ansonsten ganz normal, aber handwerklich wie immer schön verarbeitet. Ja, das ist ein Buch, zu dem viel zu sagen ist, und dann würde ich doch sagen, fangen wir damit an. Denn wenn jemand wie Volker Weidermann, ein gefeierter Journalist und Autor, ein Buch über die kurzlebige Münchner Räterepublik veröffentlicht, dann sind die Erwartungen ja durchaus hoch. Insbesondere an die literarische Komponente, die das Buch behandeln möchte und ja selber auch im Titel führt, als die Dichter die Macht übernahmen. Und wo könnten sie das anders tun, denn in Deutschland, dem Land der Dichter und Denker. Soweit, so gut. Und diese Erwartung erfüllt das Buch auch, denn es verschafft kurzweilige Lektüremomente durch eine verdichtete und flüssige Darstellung und bietet das Geschehen aus dieser spezifischen Perspektive, die Weidermann wählt. Warum München? Nun, München leuchtete, wie Thomas Mann in Gladius Dei schrieb, um dem Ausdruck zu verleihen, was den Zustand, die Atmosphäre der Stadt um die Jahrhundertwende und in den Jahren danach kennzeichnete. Ein sich im Lauf der Zeit ergeben habender Gegensatz zur preußischen Residenz und Reichshauptstadt Berlin. Dort haben wir eine ebenfalls wachsende, pulsierende Metropole, in dem die beginnende Moderne dieser Zeit spürbar wird. Aber wir haben in ästhetischen Fragen einen, ja, wie soll ich formulieren, abknickenden Aufbruch. Es gibt natürlich auch in Berlin Leute, die sich für zeitgenössische Malerei, Kunst und Kultur interessieren, doch der beherrschende Einfluss des kaiserlichen Hofs und insbesondere der Kunstgeschmack des Kaisers wirken hier dämpfend. Alles, was den Ruch der Moderne in sich trägt, ist für Wilhelm II., wie er das einmal plakativ genannt hat, Rinnsteinkultur. Und so sucht sich diese Moderne einen anderen Ort. Das ist zum Teil Dresden, vor allem aber München. In München, unter dem kunstpolitisch liberaleren, wenn auch selbst eher konservativen Prinzregenten Luitpold, wird München zu einem Anziehungspunkt, zu einem Sammelbecken für bildende Künstler, für Schriftsteller, die die neue Zeit erspüren, erleben und gestalten wollen. Und dies insbesondere in Schwabing, aber nicht nur dort, für eine ganze Reihe von Jahren tun. Und damit bot München natürlich ein gewisses Potenzial für den Neustart nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, der ja zu aller Überraschung verloren worden war. Denn die staatlich zensierte Presse hatte ja immer von der Siegesmöglichkeit gesprochen und nun stand man sozusagen vor dem Nichts und musste sich irgendwie neu organisieren. Angetrieben durch das russische Beispiel hatte sich die Arbeiter- und Matrosenrevolution schrittweise über das Land ausgebreitet und auch vor Bayern, vor der Wittelsbacher Dynastie nicht Halt gemacht und München erreicht. Und dort traf sie eben auf eine ganz besondere Mischung von Schwärmern, von Intellektuellen, von Pazifisten, von Ideologen natürlich
Und in dieser ja, explosiven, aber auch freudig erregten Situation, da steigt das Buch ein, am 7. November 1918, in der Dynamik der Ereignisse, die dazu führt, dass Kurt Eisner Ministerpräsident des Landes wird, dass die Wittelsbacher abdanken und die Königsfamilie die Stadt verlässt. Und schon sind wir mittendrin in den Entwicklungen, die Weidermann schildert. Und er setzt den Fokus, wie der Titel das natürlich nahelegt, auf die Dichter. Kurt Eisner, der spätere Ministerpräsident. Oskar Maria Graf, ein vehementer Kriegsgegner während der vergangenen 4 Jahre. Rainer Maria Rilke, der im Krieg verstummt und einen Neustart befürwortet, auch wenn er selber nicht aktiv daran teilnimmt. Thomas Mann, der seit Anfang des 20. Jahrhunderts von Lübeck aus kommend in München lebt, dort eine Familie gegründet hat, seine Erfolgsbasis vergrößert und durch die kluge ökonomische Heirat zu der Schicht der Besitzbürger gehört. Auch wenn ihm selber nicht so viel gehört. Noch nicht. Und so wird auch Thomas Mann eher als einer dargestellt, der sich um sein eigenes Wohlergehen und um das seiner Familie sorgt, der die Entwicklungen sehr distanziert betrachtet, aber überhaupt nicht positioniert ist, der gerade aus den Betrachtungen eines Unpolitischen getaumelt kommt. Das Buch, das zu keiner falscheren Zeit hätte erscheinen können, sich neu orientieren muss und bereit ist, sowohl nach dem Strohhalm des Kommunismus als auch nach dem der Reaktion zu greifen, um irgendeinen Ort zu finden. Und so ist er auch einer der Beobachter und Kommentatoren, die sich privat äußern, aber politisch nur sehr vereinzelt und sporadisch in Erscheinung treten. Anders als Graf, der aber nicht zu einer wirklichen Wirkmächtigkeit kommt und vor allem anders als Eisner und auch Ernst Toller, der pathetische Reden hält, der die Leute begeistert und selbst auch eine politische Rolle finden wird. Adolf Hitler kommt zunächst nur in kleinsten Episoden vor, doch seine Präsenz wird greifbarer, seine künftige Rolle zeichnet sich noch ungewiss ab, aber die Bedeutung, die ihm zukommen wird, lastet wie eine Vorahnung über dem Buch. Das macht Weidermann sehr gut, wie überhaupt die Darstellung durchaus suggestiv ist. Es ist gut und flüssig erzählt und man ist immer dabei. Und die verschiedenen Charaktere der handelnden Personen wird, wie ich meine, gut dargestellt. Nach der Revolution tritt keine Verfestigung ein. Alles bleibt im Fluss, niemand weiß, was der nächste Tag bringen wird. Es ist eine große Unsicherheit, es gibt hochfliegende Pläne, keine Mittel, viel Enthusiasmus, wenig Greifbares. Und Reaktion, Gegenreaktion, Revolution, Reaktion, so ist es auch hier. Die sogenannten weißen Kräfte kämpfen gegen die roten. Und am Ende wird die Räterepublik blutig beendet. Eisner wird durch einen Attentäter ermordet. Dies ist das Fanal für den Niedergang, der dann durch heftige Kämpfe begleitet wird. Und Ernst Toller schließlich muss ins Gefängnis, kommt aber gut aus einem Prozess heraus, gelangt ins Exil, wo er sich dann 1939 das Leben nimmt. Das Buch ist, ich sagte es schon, überwiegend gut geschrieben, wunderbar lesbar, keine Schwierigkeiten. Es ist natürlich so ein Buch, das sich an andere anschließt, die Geschichte aus so einem personalisierten Blickwinkel erzählen, ein allwissender Erzähler, der uns mitteilt, was Oskar Maria Graf denkt, wenn er nachts betrunken durch München torkelt. Das muss man mögen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich fand das bei Jena 1800 schwierig, das auch noch durch diesen popliterarischen Stil, also bei mir völlig verloren hatte. Andreas Platthaus Buch über die Völkerschlacht bei Leipzig hatte
ähnliche Elemente und war überdies historisch mit gewissen Mängeln behaftet. Das Buch über Paris von Volker Hagedorn als Musikmetropole. Hagedorn fabuliert eben nicht, aber bei Weidermann drängt sich mir an vielen Stellen auf, dass er fabuliert, dass er wie ein Romanschreiber Dinge erfindet, damit die Geschichte rund wird, damit sie sich spannend liest, damit die Dynamik der Dinge klar zum Ausdruck kommt. Und das ist etwas, was mich nicht so wirklich begeistern kann. Trotzdem ist das Buch nach meinem Dafürhalten den Darstellungen in dem Buch Jena 1800 oder Leipzig 1813 deutlich vorzuziehen. Aber wenn wir schon von Vorziehen sprechen, dieses Buch hier von Elisabeth Tworek, Literarisches München in der Zeit Thomas Manns, das behandelt natürlich nicht nur dieses halbe Jahr, dem sich Volker Weidermann widmet. Das ist letztendlich eine Episode unter vielen, dem dieses Buch hier nachgeht. Aber hier gibt es eine sachliche Darstellung des Geschehens und dann gibt es Reproduktionen von Zeugnissen, Tagebucheinträge, Briefe, Gesprächsnotizen. Das wird als solches kenntlich gemacht. Und mir erzählt niemand, dass das Oskar Maria Graf betrunken beim über die Plätze torkeln denkt, sondern ich sehe halt, dass er das irgendwo aufgeschrieben hat. Das ist mir authentischer als der dann doch etwas onkelhaft erzählende Stil Weidermanns. Dann wäre mir ein Roman lieber. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ist, dass Viktor Klemperer, dessen Tagebuch über die Revolution von 1919 ja schon länger vorliegt, dass der erst spät in Weidermanns Buch auftaucht und als Zeuge für drei oder vier Begebenheiten herangezogen wird, aber wie ich finde, erstaunlich wenig Gewicht erhält. Das hat mich gewundert und das hätte ich eigentlich erwartet. Alles in allem ein lesenswertes Buch mit der Einschränkung, dass man die Art des Zugriffs dieses fabulierenden Erzählens tatsächlicher Ereignisse mögen muss. Gemacht ist es gut, keine Frage, aber es gibt, wenn man so will, Abzüge in der B-Note. Habt ihr Volker Weidermanns Träumer gelesen? Wie fandet ihr sein Buch Ostende? Und was haltet ihr auch sonst von ihm? Das war's für heute. Bis zu meinem nächsten Video. Und kommt gut durch die Zeit. Bis dahin. Tschüss.